Willkommen zum großen Finale. Ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid zur Finalshow von Alarm, die jungen Retter, der Doku-Action-Show bei Kika. Und heute kommt es zum Showdown zwischen THW, DLRG, Bergwacht und der Feuerwehr. Und ihr seht schon, wir haben uns fürs Finale eine richtig coole Location ausgesucht. Das hier ist das Zentrum für Ausbildung und Sicherheit in Bad Tölz. Und jetzt ist es soweit, hier sind unsere Siegerteams. Für das THW Christoph, Sarah und Moritz aus Leonberg. Sie waren in der Vorrunde die Besten bei der Rettung eines Verschütteten und zeigten dann ihr ganzes Können beim Bergen eines Verletzten aus einem Keller. Das ist die DLRG. Kilian, Caroline und Lukas aus Neuffenbeuren. Sie befreiten am Starnberger See einen Segler aus einem umgestürzten Boot, hatten in der Staffel alle Rettungstechniken am besten drauf und sie holten beim Wettschwimmen die meisten Punkte. Für die Feuerwehr im Finale am Start Male, Finn und Anneliese aus Haferla. Sie waren in der Vorrunde die Besten, als es darum ging, eine Puppe aus einem brennenden Haus zu retten und ein Auto zu löschen. Und hier kommt die Bergwacht, Alex, Julia und Felix. Sie zeigten in schwierigem Gelände, was sie drauf haben. Zunächst beim Rettungseinsatz mit der Gebirgstrage und dann beim Abseilen eines völlig erschöpften Wanderers an einem steilen Abhang. Da stehen sie also, unsere jungen Helden, unsere jungen Retter, die sich zur Lebensaufgabe gemacht haben, Menschen in Not zu retten, zu bergen und zu schützen. So, genug mit dem ganzen Gesülze. Willkommen in der harten Retterrealität und willkommen im Finale. Ihr wisst, um was es in den nächsten zwei Tagen geht. Klar, es geht um den Spaß, es geht um viel Action und es geht auch um diesen wunderschönen Pokal. Dankeschön, Emil. Für euch heißt es jetzt ab in die Badehose. Emil, für dich auch in die Badehose. Wir gehen nämlich jetzt erstmal schwimmen. Und natürlich sind auch wieder unsere vier Schiedsrichter mit dabei. Vom THW Philipp, von der DLRG Katharina, von der Feuerwehr ist das Helge und von der Bergwacht ist das Karl. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr heute auch Punkte vergebt. Und ihr merkt schon zu Hause, also von jedem Verband ist ein Vertreter mit dabei. Das heißt, Philipp, heute im großen Finale, Chancengleichheit wird großgeschrieben. Genau. Wir haben alle Aufgaben vorher durchgesprochen und jedes Team ist ausbildungstechnisch in der Lage, sie zu bewältigen. Jedes Team hat auch die Möglichkeit, seine individuelle Stärke zu zeigen und sich zu beweisen. Also jeder muss heute richtig Gas geben und die Teams wissen auch, was heute passiert. Richtig. Alle Aufgaben wurden vorher durchgesprochen. Die Informationen für alle Teams sind gleich. So herrscht auch hier absolute Chancengleichheit. Aber Finale wäre natürlich nicht Finale, wenn wir doch ein bisschen geschraubt hätten. Wir haben eine Kleinigkeit verändert, und zwar den Punkten, Karl. Was haben wir da gemacht? Ja, wir werden bei allen vier Aufgaben noch mal mehr Wert auf die Zeit legen. Wir haben für die Zeit ein anderes Punktesystem eingeführt. Für das schnellste Team gibt es 10 Punkte, dann eine Abstufung von 8, 6 und für das langsamste Team 4 Punkte. Aber natürlich gibt es auch unsere alten Regeln. Das heißt, es wird bewertet, wie die Teams mit dem Dummy umgehen, also unserer Testpuppe. Dann geht es darum, wie man im Team miteinander kommuniziert und wie man mit der Ausrüstung umgeht. Und da kann jeder Schiedsrichter von euch bis zu maximal 3 Punkte verteilen. Das heißt, pro Runde gibt es da für die Teams, Achtung, maximal 12 Punkte. Richtig viel also. Aber ich würde sagen, jetzt genug Matheunterricht, genug Zahlen. Wir starten jetzt mit unserer allerersten Challenge. Kilian, Caroline und Lukas stehen schon bereit. Sie sind das erste Team, das antritt im großen Finale für die DLRG. Katharina, für alle zu Hause, was ist denn genau die Aufgabe? Ein Schwimmer ist ins Wasser gesprungen und dabei falsch aufgekommen. Also der Schwimmer ist unsere Allzweckwaffe Emil, der muss auch heute wieder dran glauben. Und zur Rettung haben wir das sogenannte Spineboard zur Verfügung, weil es wird vermutet, dass er durch den Aufprall im Wasser eine Wirbelsäulenverletzung hat. Also Spineboard kennt natürlich jeder. Also das Spineboard, das ist sehr kompakt, dient der Personenrettung. Das war früher aus Holz, heute ist das aus Plastik und kann tatsächlich bis zu 1000 Kilogramm tragen. Und innen ist das hohl oder geschäumt und deswegen schwimmt das so gut. Nicht schlecht, oder? Was ich alles schon gelernt habe über die ganze Sache. Aber weißt du, spicken kann jeder. Ja, gut. Wir starten jetzt mit dem ersten Spiel, alles klar? Die erste Challenge geht los in 3, 2, 1, Alarm!
Das Schöne ist, hier ist Spicken erlaubt. Hier werden nämlich nicht ganz viele Notizen gemacht. Ansprache findet der Helge schon mal gut. So, genau. Da legst du Wert drauf, oder? Auf die Kommunikation ist ja unbedingt, unbedingt. Der Patient muss immer das Gefühl haben, dass er betreut wird. Was macht die Caroline am Hals jetzt bei Emil? Sie stabilisiert seine Halswirbelsäule, dass die schon mal recht wenig bewegt wird. Also das ist immer das Ziel, die Wirbelsäule bei einer möglichen Verletzung nicht zu bewegen oder möglichst wenig zu bewegen. Was sagt ihr zur Kommunikation? Hört ihr da was? Sehr, sehr wenig. Ich finde es gerade ein bisschen kritisch, weil natürlich der Patient jetzt hat vollstes Vertrauen braucht zu den Rettern. Er wird angeschnallt auf einem Brett, wo er nicht weiß, ob das schwimmt oder nicht. Ich würde jetzt mir wünschen, dass sie dem Patienten mehr erklären, was sie da jetzt gerade machen in der Situation. Ja. Jetzt haben sie es geschafft, jetzt geht es zum Beckenrand. Aber das muss jetzt auch gut funktionieren. Das ist ein kritischer Moment jetzt, oder? Jetzt muss es natürlich möglichst ohne Erschütterung passieren, damit dann der Patient nicht weiter belastet oder verletzt wird. Emil muss hier in die Mitte, dann dürft ihr auf den Buzzer hauen. Noch zwei Atemzeichen. Eins. Zwei. Drei. Und wir laufen Buzzer und wir stoppen die Zeit. Caro, was sagst du? Du guckst so kritisch. Hör, bist du glücklich oder nicht? Doch schon. Okay, gut. Also, das erste Team ist zufrieden. Jetzt gucken wir mal, was unser zweites Team so anstellt. Team 2 ist Team THW. Christoph, Moritz, Sarah, alles cool bei euch? Okay, dann geht's los. 3, 2, 1, Alarm! Aber man sieht jetzt gleich, im Wasser ist das Beinbord langsamer. Ja. Und einen Kopfteil haben Sie schon verloren. Oh ja, da hinten schwimmt ein Teil des Beinboards. Das ist natürlich für die Fixierung ein Nachteil, für das auf das Beinboard dann bringen ein Vorteil. Ja. Jetzt fehlt dieses eine Stück Kopfteil. Was bedeutet das denn jetzt für die Fixierung? Die Fixierung ist jetzt nicht mehr gegeben, weil jetzt nur noch eine Seite vom Kopf fixiert wird und natürlich dann ab den Schultern, aber der Kopf kann sich quasi in die eine Richtung frei bewegen. Aber irgendwas stimmt doch mit Sarah nicht. Kann ich rausgehen und auf den Kopf da? Ja, kannst du machen, ja. Ah, die hat einen Krampf. Oh nee, Sarah hat einen Krampf. Die war jetzt körperlich am Ende, jetzt wird es schwierig. Für den Patienten ist natürlich das Kippen auch immer eine Angstsituation. Sobald man das Gefühl hat, dass man runterfallen kann ins Wasser, ist das immer ungünstig. Okay, jetzt müssen es die Jungs rausreißen. Das ist natürlich bitter. Jetzt fehlt ein Teammitglied. Jetzt wird es richtig schwierig. Dann drehen wir rückschwimmend. Lass ihn nicht mit Kopf nach vorne. Jetzt siehst du vorsichtig. Jetzt sind wir draußen. Ihr habt es gleich geschafft. Hier muss er rein, der Emil, noch ein Stückchen. Und zack, da stoppen wir die Zeit. Unserem Emil geht's wieder gut, aber es geht auch unserer Sarah wieder gut. Es war eine richtig anstrengende Challenge, oder? Ich habe es mir jetzt schon ein bisschen leichter vorgestellt als auch im Wasser, aber dass es so anstrengend ist, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich meine, es ist für euch ja auch nicht alltäglich, dass ihr da im Wasser rumhantiert mit so einem Spineboard. Ich finde, ihr habt das dafür echt super gemacht. Also ich bin jetzt froh, dass es vorbei ist und auf zur nächsten Challenge. Auf zur nächsten Challenge. Das ist ein super Motto. Und wir gucken jetzt mal, was unser nächstes Team rockt. Das ist das Team von der Feuerwehr. Seid ihr soweit? Dann geht es los in 3, 2, 1, Alarm! Auch wieder schlau, außen rum zu gehen. Ja. Er liegt sehr gut auf dem Brett momentan, sehr hoch heraus, also für den Patienten angenehm. Es ist auch gut, dass eine Person immer am Kopf ist und den Kopf oben hält. Ja, wobei das jetzt gerade mit der Fixierung des Kopfes nicht ganz funktioniert. Nee. Jetzt sind Sie am Rand, Sie haben den Kopf aber noch nicht fixiert. Nee. Aber auch ziemlich schlau, an den Rand zu gehen und dann kann man sich festhalten und muss nicht alles schwimmerisch machen. Aber sie kämpfen noch mit dem Schultergurt. Ja. Ich glaube, sie haben ihn jetzt gerade erst rausbekommen. Alles ist gut. So, Arm noch locker ein bisschen. Die letzten Meter finden und ihr könnt auf den Buzzer hauen, auf den Buzzer hauen. Wir stoppen die Zeit. Wie ist es denn, wenn man hier vorne im Wasser ist? Es ist wirklich tief und dann muss man dieses Beinboard irgendwie da alles zusammenknüpfen. Das ist alles ein bisschen Kuschelmuschel gewesen, da ist alles durcheinander. Lacke zwischendurch mal drauf und dann
ging das mit den Schultern nicht und dann mussten wir wieder abmachen und so. Aber Anneliese und Mali, ihr könnt lachen. Also ihr seid eigentlich, seid ihr zufrieden? Ja, oder? Eigentlich schon. Ich würde sagen, ihr dürft euch aufwärmen und wir machen weiter mit unserem nächsten Team. Es kommt von der Bergwacht. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. 3, 2, 1, Alarm! Was macht jetzt Julia da? Sie erklärt jetzt dem Patienten, was sie macht. Das sieht auch sehr sauber aus, was sie machen. Das Brett ist gut vorbereitet. Es sieht wirklich sehr, sehr geordnet, sehr ruhig auch aus und trotzdem schnell. Auch schön sanft über den Beckenrand rausgeschoben. In die Mitte ziehen, dann nach dem Wasser hauen. Julia, Alex, Felix. Haut drauf! Wir stoppen die Zeit. Habt ihr euch irgendwie vorgenommen, wie ihr das Ganze angeht? Hattet ihr eine gewisse Strategie? Ja, also wir hatten eine Person, die an den Kopf geht. Das war jetzt die Julia. Die ist ein bisschen organisiert. Der Alex handhabt die Trage. Und ich helfe noch so beim Patienten, beim Stützen und Gurte anlegen und so. Jetzt könnt ihr euch ausruhen und dann sehen wir uns wieder. Und zwar bei der ersten Punktevergabe. Eure Punkte für die DLRG. 3, 3, 2, 3. Boah, fast volle Punktzahl also. Helge, du hast nur 2 gegeben. Warum? Ja, mir hat ein bisschen was bei der Kommunikation mit dem Patienten gefehlt. Das hätte noch perfekt sein können. Und bei der DLRG habe ich eigentlich eine perfekte Aufgabe erwartet. Von daher kann es aus meiner Sicht nicht 100 Punkte, also 100% geben. Trotzdem 11 Punkte von 12 Punkten, die möglich gewesen sind. Richtig gute Ausbeute an euch. Zweites Team, THW. Eure Punkte. 2, 1, 1, 2. Ein Punkt gab es auch von Philipp für seinen Verband, für den THW. Warum? Ja, es war tatsächlich so, ihr habt gekämpft, ihr habt auf jeden Fall alles gegeben und man hat das ja auch gesehen. Ihr habt mit Herausforderungen zu tun gehabt und euch hat das Gerät einfach natürlich nicht so gelegen wie den anderen Gruppen und deshalb gibt es von mir leider nur einen Punkt. Team Feuerwehr, eure Punkte. 2, 4, 6, 8 Punkte. Karl, warum gibt es 2 Punkte für die Feuerwehr? Aus meiner Sicht bei der Patientensicherheit waren nicht alle Gurte komplett geschlossen. Da hätten wir vielleicht noch einmal aufbessern können, aber es war wie gesagt sehr schwierig, das alles zu entscheiden. 8 Punkte also auf dem Konto der Feuerwehr. Das heißt, ein Team fehlt uns noch, das ist die Bergwacht. Boah, 12 Punkte für die Bergwacht. Maximale Punktzahl für die Bergwacht. Katharina, warum? Es war einfach sehr flüssig gelaufen alles, auch wieder gut mitgedacht, dass einer an Land gegangen ist mit dem Spineboard und dann erst ins Wasser. Super Leistung. Dann kommen die Punkte für die Zeit. Das THW brauchte 5 Minuten 47, dafür gibt es 4 Punkte. Die DLRG bekommt 6 Punkte, die Feuerwehr 8 Punkte und am schnellsten mit 3 Minuten und einer Sekunde die Bergwacht. Hey, 10 Punkte. Wir haben einen Zwischenstand nach der ersten Runde. 10 Punkte auf dem Konto, aktuell Platz 4. THW, Feuerwehr mit 16 Punkten auf Platz 3. Die DLRG mit 17 Punkten auf Platz 2. Und aktueller Spitzenreiter mit 22 Punkten ist die Bergwacht. Oh, also man glaubt es kaum, unter welchen schwierigen Umständen Menschen tatsächlich gerettet werden müssen. Also eine Sache ist wohl mal klar, bei unserer nächsten Aufgabe, da darf man auf gar keinen Fall Platzangst haben. Du Karl, was ist denn jetzt die nächste Aufgabe? Ich erkläre es meinen Kandidaten und du kannst zuhören, okay? Im Gerölltunnel wird ein bewusstloser Höhlenkletterer vermutet und eure Aufgabe ist es jetzt, den Patienten möglichst schonend an die Oberfläche zurückzubringen. Und unser Patient, also unser Höhlenkletterer, ist dieses Mal nicht Emil, sondern unser Dummy. So, Kollege, für dich geht's ab ins Loch und wir bringen jetzt Licht ins Dunkel mit der Tunnelaufgabe. Julia, Alex, Felix, Licht an, es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Okay, ich geh schon mal rein. Schau dem Patienten, wie es ihm geht. Ihr geht Fuß voraus mir nach. Ja, okay. Pass auf, dass du den Kopf da nicht anschlägst. Mhm. So. Hier ist eine Stufe. Okay, wie geht's weiter? Dann müssen wir kriechen. Boah, das ist ja richtig eng. Ja. Du tust einfach die Trage ein bisschen runterlegen. Aber pass auf, jetzt ist ja noch niemand drin. Warte, kannst du kurz halten? Dann komm ich schwer. Oder warte? Ja, passt. Hallo, ich bin der Felix von der Bergwacht. Wie geht's Ihnen? Hallo? Hallo? Bewusstloser Patient! Oh, hier ist gleich wieder mehr Platz. Wart mal schnell. Okay. Ich gehe da schnell runter. Ja, kein Problem. Keine Eile. Warte. Was Sie dabei haben, ist eine spezielle Trage für die Höhlenrettung. Die ist die Unterseite ganz glatt, sodass man sie möglichst gut über den Boden schleifen kann. Und möglichst wenig Gurte sieht man jetzt da, um irgendwo hängen zu bleiben. Und links und rechts hat sie große Schlaufen, sodass man immer super anpacken kann.
So. Perfekt. Ich mach dann die Arme hier drauf. Schnell die blauen. Die ja, machst du hier den gelben Muskel rein? Keine Eile, wir schaffen das so. Sie haben die Gurte geschlossen, das sieht jetzt schon. Sie haben auch die Beingurte richtig angelegt. Die sind extra dafür da in dieser Höhlentrage, falls die Trage mal senkrecht abgeseilt werden muss, dass der Patient einfach noch besser zurückgehalten wird, dass der in der Trage nicht rutscht. Wie so ein Klettergurt. Wie so ein Klettergurt wird man da in der Trage festgehalten. Und jetzt kommt dann nochmal der anstrengende Part, den Dummy durch die ganze verwinkelten Stellen zurückzubringen. Halt den Patienten stabil. Es ist eine auf die andere Seite des Hindernisses bereits gegangen. Und die anderen zwei schieben den Patienten jetzt über das erste Hindernis drüber. Ja. Boah, man hat wirklich nicht viel Platz, oder? Da ist nach oben, links, ein paar Zentimeter, mehr ist es nicht. Warte mal, gib mir. Okay. Okay, okay, ja, ja, warte. Hast du ihn? Okay, ja. Okay, und go. Warte, dann kommen wir hoch. Jetzt sollten wir uns gleich rauskommen. Okay, eins, zwei, drei, los. Vorsicht. Da und da kommen wir schon. Meter. Hier unseren Dummy und auf den Wasser hauen. Wir stoppen die Zeit. Viele sitzen wahrscheinlich jetzt zu Hause und sagen, Mensch, ist doch überhaupt nicht so anstrengend und so. Man glaubt es halt nicht. Man muss da selber mal drinstecken. Easy peasy und dann ja. War es doch ordentlich, es oder? Es war schlimm. Also ganz ehrlich, es war echt krass. Ich bin gespannt, ob die Schiedsrichter am Ende sagen, hey, das, was die Bergwacht da gemacht hat, das war krass gut. Wir werden das erfahren. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit dem nächsten Team und es kommt von der DLRG. Licht an, ihr drei. Es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Gut, dass man den Helm auf hat. Hat schon zweimal gebunkt. Man sieht natürlich, die bewegen sich lange nicht so sicher in der Höhle wie die von der Bergwacht. Unbekanntes Terrain mit den ganzen Steinen und Dunkelheit und Enge. Alles okay bei euch? Ja. Alles klar. Und ich auf die andere Seite. Frage, auf welche Seite? Auf die da. Auf die hier, alles klar. Ja, sollen wir jetzt erst aufmachen? Auch schön nochmal nachgefragt. Das Kommando. Auf welche Seite? Auf diese Seite, gut. Lukas, Kilian, dann bleibt ihr vielleicht hier vorne, dann bleib ich nur hier hinten, dann bleibt ihr vorne. Alles klar. Okay, habt ihr vorne den Kopf gut fixiert? Den Kopf haben wir. Kopf fixiert. Auf 3, 1, 2, 3, anheben. Habe der Kommando zum Anheben alle gleich gegeben, gell? Also sieht man sehr viel Parallelitäten. Die Trage ist einmal runtergeknallt. Da sieht man natürlich, dass es sehr, sehr schwer ist, jemanden anzuheben an einen Menschen und dann trotzdem noch durch den engen Gang durchzuklettern. Und alles gut, wir müssen sie jetzt hier über ein paar Steine. So, Moment. Okay. Vorsicht. Was klappert denn da so? Sind das die Schlaufen? Die Schnallen, ja. Die. Ah, das ist normal. Zum Abseilen, oder? Diese. Ja, die sie haben eine haben sie vergessen, die unter. Aber die gelbe ist offen an die Füße, ja. Auf drei. Ja. Okay, und weiter. Achtung. Einmal wird es noch eng. So, ich hab's gleich geschafft. Ablegen, Vorsicht und auf dem Wasser hauen. Auf dem Wasser. Wir stoppen die Zeit. Also an sich bin ich schon zufrieden. Ich denke, unten gerade mit dem Patienten war doch manchmal ein bisschen Show, so dass ein bisschen hin und her gewackelt wurde. Und das ist dann dadurch, dass es eng war, wirklich, dass wir ein bisschen drehen mussten und so. Und da war es dann schon so, Er ist auf jeden Fall raus, unser Dummy. Sind ja noch zwei Teams, die sich beweisen müssen. Und zwar kommen wir zum nächsten Team, das Team von der Feuerwehr. 3, 2, 1, Alarm! Kommt ihr ran? Alles gut? Ja. Los! Das hast du dem Finn eben auch schon angemerkt. Da habe ich gemerkt, der will jetzt rausreißen. Der war nicht zufrieden mit der ersten Runde. Und jetzt ist da Druck dahinter. Sie schieben jetzt die Höhlentrage von hinten. Sie positionieren die Trage und tragen die Person längsseits drauf. Okay. Ganz ruhig. Alles ist gut. Wir legen jetzt kurz an und holen sie wieder raus. Ach, aber der Finn erklärt jetzt mal dem Patienten, was Sache ist. Obwohl er bewusstlos ist, aber ihr könnt es ja hören. Ne? Moment, das heißt, auch wenn ein Patient bewusstlos ist, ich rede trotzdem mit ihm? Ja, es gibt genug Patienten, die im Nachgang sagen, ich habe alles mitgekriegt, obwohl ich nicht ansprechbar war. Hast du Anni? Ja, Maler hast du? Warte, ja. Man hört auch schon, sie sind leicht außer Puste. Es ist einfach auch sehr anstrengend. Ich finde, da ist es schief. Mach mal, Leute, komm. Hopp,
Okay, die letzten Meter sind's. Kommando und ab! Auf den Wasserhauen! Und zu mir kommen, ganz wichtig! Willkommen im Ziel. Alleine auf dem Hinweg war es ja schon super eng, aber jetzt mit der Trage. Die macht das viel schwerer, oder? Ja, klar. Weil durch die Löcher ist es halt mit der Trage ein bisschen schwerer. Ist nicht so wendig. Ich fand, es sah sehr gut aus. Ein Team fehlt uns noch und zu dem kommen wir jetzt. Das ist nämlich das Team vom THW. Wir starten. 3, 2, 1, Alarm! Hallo, ist da jemand? Achtung, hier geht's runter. Perfekt, zieh durch, ich komm nach. Wir werden sie jetzt gleich auf die Trage legen und sie dann sicher ins Tageslicht zurückbringen. Sind drei Mann bei so einem Einsatz eine normale Gruppengröße oder eher weniger oder mehr? Optimal ist natürlich, wenn du jetzt lange Abtransportstrecken hast, dass du die Teams ablösen kannst. Weil die natürlich körperlich irgendwann am Ende sind, nach 200 Meter Höhlengang. Und da wartet vielleicht das nächste frische Team, das wir den Patienten wie übernimmt. So eine Staffel, wie so eine Staffel. Okay, und ziehen. Ziehen muss er hier raus. Okay. Gleich draußen. Und los geht's. Der Lage nochmal runtergefallen, oder? Kurz vorm Ausgang. Kommt die 2 Meter noch? Der Buzzer! Wir stoppen die Zeit! Sarah, ja? Schwimmen, dann machen wir den Haken dran. Das vergessen wir. Ja. Wie ist es für dich jetzt gelaufen? Perfekt. Also, oh nein! Perfekt. Wirklich? Ja. Ist jetzt alles wieder gut? Alles wieder gut, ich hab mein Element wieder. Also Wasserhaken wir ab, du wirst nicht zur DLRG wechseln, du bleibst beim THW. Genau, mein Herz schlägt für das THW für immer. Die zweite Challenge ist bestanden. Unsere Teams mussten durch viel Staub kriechen. Jetzt gibt's aber die verdienten Punkte. Wir starten mal mit unserem ersten Team. Das war die Bergwacht. 2, 3, 2, 7, 9 Punkte. Warum? Ja, bei der Bergwacht musste ich einen Punkt abziehen. Die Patientenkommunikation war ein bisschen gering. Sie haben zwar wieder nachgefragt, aber wir hätten mehr mit dem Patienten noch sprechen können. Aber trotzdem, für euch gibt es 9 Punkte. Wir kommen zum zweiten Team und das war die DLRG. 2-2-1-1. Helge, du bist jetzt der Böse, einen Punkt nur gegeben. Musst du auch begründen. Ja, es hat aus meiner Sicht einmal der Bodycheck gefehlt. Es waren nicht alle Riemen befestigt von der Trage. Und es wurde auch leider die Trage einmal fallen gelassen an einem Ende. Aber trotzdem gibt es insgesamt für euch 6 Punkte. Und jetzt kommen wir zu den Punkten der Feuerwehr. 3-2, also 3-mal volle Punktzahl. Was natürlich völlig klar ist, es sitzen ganz viele zu Hause und sagen, Mensch, der vom THW musst du natürlich uns von der Feuerwehr einen Punkt abziehen. So, bitte begründe, Philipp. Ja, es war super, wirklich, wie ihr das unten gemacht habt. Ganz am Ende, ihr wart so schnell, da habt ihr tatsächlich, das habe ich gesehen, aus Versehen die Trage noch fallen lassen am Ende. Das war ein kleiner Punkt und dementsprechend habe ich euch dann leider einen Punkt abziehen müssen. Trotzdem, 11 Punkte gibt's auf euer Konto, fast maximale Punktzahl. Der kleine Punkt, der hat gefehlt. Na, guck mal, da gibt's sogar Applaus, sehr gut. Aber ein Team fehlt uns noch und das ist das Team vom THW. 2-3-2-2 Punkte, auch richtig gut abgeschnitten. Helge, was hat das THW so gut gemacht? Es hat uns sehr gut gefallen, dass erstmal nach dem Patienten gerufen wurde, um ein bisschen Orientierung zu finden. Es gab eine ordentliche Ansprache. Es wurde ständig Kontakt gehalten zu dem Patienten. Und insgesamt auch war die Kommunikation im Team nicht schlecht. Das heißt, aufs Konto des THW kommen 9 Punkte. Und jetzt kommen wir natürlich zu der ganz entscheidenden Frage: Wie ist die Zeit? Die Bergwacht bekommt 4 Punkte, die DLRG bekommt 6 Punkte auf das Konto, das THW bekommt 8 Punkte und am schnellsten die Feuerwehr 7 Minuten 47, 10 Punkte. Also folgender Zwischenstand nach 2 von 4 Challenges. Auf Platz 4 das THW mit 27 Punkten, die haben sich richtig rangekämpft. Platz 3 DLRG 29 Punkte, auf Platz 2 die Bergwacht mit 35 Punkten und hey, das ist unsere Nummer 1, die Feuerwehr mit 37 Punkten. Das heißt, ich glaube, wir sind uns alle einig, 2 Challenges gibt's noch. Alles offen. Es kann auch jeder hier den Titel absagen, oder? Ja. Wird richtig spannend. Der erste Finaltag geht zu Ende und ich nutze die Chance, um unsere Kandidaten mal zu fragen, warum sie sich so gerne in ihren Verbänden engagieren. Ich denke, grundsätzlich kann man einfach sagen, dass man darauf vorbereitet wird, später Leben zu retten. Macht Spaß, aber man hat trotzdem das Gefühl, man macht was Sinnvolles und kann halt später wirklich Menschen retten.
Man hat einfach seine Freunde dabei, auf die man sich verlassen kann. Wir machen jetzt ja auch nicht nur Feuerwehr, sondern auch ganz viele andere schöne Aktionen. Wenn man Lust hat, in die Jugendbergwacht oder in die Jugendfeuerwehr oder zur THW oder zur DLRG zu gehen, macht's, weil man kann selber anderen Leuten helfen. Früher wusste man halt nicht, was man machen sollte. Und jetzt weiß man, ja, du musst das und das machen. Man lernt fürs Leben. Und das ist halt das, warum ich halt so gerne auch dahin gehe, weil es halt mir persönlich halt auch sehr, sehr viel bringt. Also ich denke mal nicht, dass wir danach wieder alle getrennt unsere Wege gehen. Allein schon, wir haben uns hier kennengelernt, wir haben alle letztendlich irgendwie die ähnlichen Interessen und passen auch, denke ich mal, relativ gut zusammen. Und wir verstehen uns wirklich auch gut in der Freizeit und ich denke, dass da wirklich auch später noch ein bisschen was entstehen kann an Freundschaften. Es geht weiter, der Kampf um den Titel Bestes Jugendretterteam Deutschlands. Der zweite Wettkampftag bringt auf jeden Fall die Entscheidung und der wird genauso spannend und actionreich wie der erste. Tja, man sagt ja immer, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, aber bei unserer nächsten Aufgabe ist das genau andersrum. Was klar ist, alle Verbände sind unterschiedlich, aber zwei Sachen sind gleich. Sie wollen alle Menschenleben retten und die Kommunikation ist super wichtig. Und genau darum geht es auch bei unserer nächsten Challenge. Helge, erklär sie bitte unseren Kandidaten. Gerne. Zwei Teammitglieder von euch bekommen immer die Augen verbunden und tragen eine Trage durch einen Hindernisparcours. Darauf liegt unser wohlbekannter Dummy. Die dritte Person kriegt nicht die Augen verbunden, läuft außerhalb vorbei und muss möglichst konkrete Angaben machen, wie die beiden die Trage durch das Hindernis bekommen. Pro umgefallenes Parcours-Element oder pro runtergefallene Röhre gibt es 30 Strafsekunden. Insgesamt zählt natürlich auch die Zeit. So, alle bitte Abmarsch, bis auf die Feuerwehr. Der Rest darf natürlich nicht zugucken, ist wie immer. Und dann starten wir mit Challenge Nummer 3. Los geht's. Der Finn macht die Ansagen, die Mädels müssen schleppen. Ja, wer bei der Feuerwehr sein möchte, der muss ein echter Gentleman sein. Mädels, seid ihr soweit? Ja. Achtung, es geht los. 3, 2, 1, Alarm! So, vorwärts, vorwärts. Ein bisschen langsamer. So, stopp. Jetzt langsam dein Bein heben. Weiter, weiter vor. Genau, super. Sehr gut. Jetzt das andere Bein. Hoch, 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 hoch. Sehr gut, Male. Weiter, Anneliese. Jetzt dein Bein richtig schön hoch. Sehr gut, sehr gut. Richtig schön hoch. Super geschafft. Geradeaus weiter, 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 weiter. Stopp. Links, links, links. Noch ein bisschen rechts. Und jetzt nochmal richtig schön Schmackes. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hopp, 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 hopp. Anni, schieben. Schieben, schieben. Jetzt langsam weiterziehen. Male ziehen. Ziehen, 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 ziehen. Super, weiter, jetzt geradeaus. Kopf runter, Kopf runter. So, weiter, 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 weiter. Weiter, weiter, bitte. Super, ihr macht das sehr gut. Jetzt anheben, du bist rüber. Ja, du hast dich gerade berührt. So, ganz vorsichtig. Jetzt male das andere Bein nachholen. Super. Sehr gut, sehr gut, sehr, super. So, stopp, 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 stopp. Jetzt Anni, schönes Bein hoch, richtig schönes Bein hoch. Richtig schön, sehr gut. Jetzt das andere Bein, hinterher. Okay, jetzt richtig Dampf durchziehen. Stopp, 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 stopp. Zurück, zurück, zurück. Zurück bitte, zurück, da ist der Pfosten. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Durch, hopp, 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 jetzt Dampf durchs Ziel. Dampf, 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 Dampf. Wir schlagen die Zeit. Alter, meine Fresse. Jetzt macht meine Lady die Ansagen. Julia ist der Boss. Findest du gut? Ja. Finde ich auch gut. Jungs, tut mir leid, für euch wird's dunkel. Es geht los. 3, 2, 1, Alarm. Okay. 1, 2, 3. Groß machen, jetzt machen großen. Genau, super, super, okay. Alex, warte, stopp. Mach einen großen Schritt. Noch, ja genau, super, perfekt. Okay, geradeaus. Und jetzt geradeaus, 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 höher. Und jetzt links. Links, ja genau, und jetzt geradeaus, super. Okay, jetzt. Komm rum. Komm rum und du ziehst schon mal. Ja, passt. Okay, habt sie, okay. Felix, du musst weiter zu mir, nach links. Okay, und gleich kommt es, wo ihr euch bücken müsst. So, stopp. Und Felix, du musst ganz noch tiefer. Und jetzt gehst du ohne. Stopp, warte, Alex. Und du gehst runter. Lass die Trage los. Lass sie los und geh. Und geh und geh und geh. Okay, perfekt, du bist durch. Und Alex, du schiebst jetzt die Trage. Okay. Ja, hab sie. Und Alex, geh tiefer. Geh tiefer. So. Okay. Ja, du bist. Okay. Gehen, stopp. Und jetzt mach einen großen Schritt. Vorsicht, okay. Und noch und drüber. Geht's? Oh nein, fuck. Okay. Da fällt ein Hindernis, also okay. 30 Sekunden extra. Oh nein. Ihr seid im Ziel, auf dem Wasser, auf dem Wasser, Julia, auf dem Wasser, auf dem Wasser. Oh. Jungs, es wird dunkel, es geht los. 3, 2, 1, Alarm! Okay. Und jetzt großer Schritt, stopp! Yes. Halt, stopp!
jetzt mach einen Schritt, 90 Grad links. Ja, du bist sehr weit rechts an der Palette, Lukas. Ja, Kilian, du musst über ein bisschen, genau. Und jetzt große Schritte nach vorne. Eins, zwei, weiter rein, ja, vorbei. Kilian, du schiebst sie weiter drauf. Habt ihr sie? Dann aufnehmen. Ja, und weiter. Lukas, du bist jetzt durch. Lukas, du musst ein bisschen mehr nach links, ihr kommt zu weit nach rechts. Nach oben, nach vorne. Ja, halt, halt, größer, größer, größer. Ja. Achtung, du bist sehr eng. Jawohl. Und Kilian, noch zwei Schritte ein bisschen weiter nach vorne, nach vorne, nach vorne. Stopp, einen riesengroßen Schritt nach oben. Jawohl, Achtung, ja, und zurück, jawohl, und jetzt, halt, links, 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 stopp, zwei Schritte nach zurück, und jetzt einen Schritt nach links und durch, ja, ja, nein, auf den Wasser hauen. Wie habt ihr euch eben nochmal die Daumen gedrückt und viel Glück gewünscht, so richtig? Also gut, beim THW, da geht's eben ab und für euch geht's jetzt los. 3, 2, 1, Alarm! So, einmal vorlaufen. Jetzt ein großer Schritt. Gut, zweiter Fuß auch. Weiter geradeaus und stopp. Sarah, du jetzt auch einen großen Schritt. Oh nee, das sind 30 Sekunden oben drauf. 90 Grad drehen, Sarah, du läufst weiter geradeaus. Weiter laufen, laufen, laufen. Weiter, Sarah, du jetzt auch geradeaus. Und jetzt zügig laufen. Sarah, loslassen, einmal außen rum. Mo, du ziehst noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Sarah hat's, gut, weiter geht's. Okay. Sarah, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Du kannst aufstehen, Mo, stopp. Ja. Noch ein Schritt, noch ein Schritt. Jetzt ein großer Schritt. Okay, Sarah, du auch. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt ein großer Schritt. Ein bisschen zurück. Okay, und durchs Ziel. Oh. Nein, Sarah, auch noch, Sarah. Auf den Buzzer hauen und wir stoppen die Zeit. Wir kommen zur Bewertung der Schiedsrichter. Am wichtigsten ist die Kommunikation. Und wir starten mit der Feuerwehr. Eure Punkte bitte. Das heißt, 10 Punkte auf das Konto der Feuerwehr. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zur Bewertung der Bergwacht. 8 Punkte gibt es für die Bergwacht. Dann bitte die Punkte für die DLRG. 10 Punkte sind das. Und jetzt die Punkte für den letzten Platz nach der letzten Challenge für das THW. Volle Punktzahl für das THW. Und das sind die Punkte für die Zeit. Die Feuerwehr bekommt 4 Punkte, die DLRG 6 Punkte, die Bergwacht 8 Punkte gut geschrieben und besonders schnell das THW. Dafür gibt's ganze 10 Punkte. Das heißt, Zwischenstand nach Challenge 3 von 4. Aktuell Platz 4 mit 45 Punkten auf dem Konto ist die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG. Auf Platz Nummer 3. Und das sind nur 4 Punkte Vorsprung, also 49 Punkte auf dem Konto. Das THW, ihr habt euch rangekämpft. Und Achtung, unser zweiter Platz ist auch nur 2 Punkte vor dem THW, also 51 Punkte. Und jetzt kommt das große Problem. Diese 2 Punkte, die hat auch der Erstplatzierte. 51 Punkte gibt es für die Bergwacht und die Feuerwehr. Also einen geteilten ersten Platz. Boah, Leute. Das Finale nähert sich dem ultimativen Höhepunkt und dann wissen wir endgültig, wer ist Deutschlands bestes Jugendretterteam. Und wir haben es euch versprochen, wir lassen es jetzt in der letzten Challenge noch mal richtig krachen. Ich habe nichts angefasst, er ist von ganz alleine losgeflogen. Ja, ihr befindet euch nun in einem Hochwassergebiet und ein Handwerker wurde von einem Dachbalken eingeklemmt. Unser Dummy mimt nun diesen Handwerker. Das heißt, ihr müsst mit dem Helikopter auf das Vordach fliegen, aussteigen, ihn unter dem Balken retten und dann auch mit dem Heli wieder zurückfliegen. Leute, gebt noch mal Gas. Ihr seid die besten Teams der Vorentscheidung. Ihr steht völlig zu Recht im Finale. Mädels und Jungs vom THW, ihr fangt an. Der Rest darf natürlich nicht zuschauen. Für euch heißt es Abmarsch. Und dann legen wir los mit der allerletzten Aufgabe. 3, 2, 1, Alarm! Für alle zu Hause, die Zeit startet erst, wenn die Teams oben aus dem Hubschrauber aussteigen. So, Kabine klar, Takeoff.
Boote gibt es nicht zuerst die Kiste. Hallo, hier ist das THW. Ist bei Ihnen alles okay? Oh. Mhm. Jetzt sind wir jetzt aufteilt quasi, oder? Einer ist beim Bord, einer die Kiste. Okay. Und einer macht die Patientenbetreuung. Klar, Bauch eingequetscht. Was ist denn überhaupt genau passiert? Mo, ich heb direkt an, gell? Jawohl. Was kommt denn da zum Einsatz jetzt, Philipp? Das ist eine Art Wagenheber, natürlich ein bisschen größer. Und damit können Sie diesen sehr schweren Balken anheben. Also der Wagenheber, der kommt wirklich mit viel Gewicht klar. Genau. Gut, mehr geht nicht. Nur ein Holz geht noch. Eins geht noch. Wie funktioniert das mit dem Hydraulikheber? Erklär es mir mal, dass ich es verstehe. Dann versteht es auch jeder zu Hause. Ich habe eine kleine Hydraulikpumpe und ich habe ein Ablassventil. Wenn ich das Ablassventil öffne, dann geht der Hydraulikdruck aus dem Stempel weg und der Stempel senkt sich. Das heißt, zum Ablassen pumpe ich nicht, sondern lasse eigentlich nur die Ablassschraube ab. Gucken, dass alles passt. Sitzt auf. Gut, nimm raus. Ah, ist entlastet. Gut. Gut, dann. Können wir jetzt die Person vorsichtig rausziehen. Ja. Sarah, du gehst auf die Seite, ich gehe auf die Seite. Und vorsichtig rausziehen. Perfekt. Mo, wir heben die Person dann hoch und du schiebst das Bein dort runter. Was Sie natürlich jetzt schön machen, dass Sie sagen, wir versuchen unseren Patienten den Dummy möglichst wenig zu bewegen und schieben das Beinboard jetzt drunter, während er angehoben wird. Ja, zum Beispiel. Schieb den. Gut, Mo, wir sind soweit. Okay. Ziehst du die Person vorsichtig raus? Also ich ziehe jetzt einfach raus. Achtung. Sehen schon, das ist sofort da. Alles schön stabil, das kann nichts passieren. Setz mal schon ab. Kannst weiterziehen? Ja. Okay. Und Marsch zum Helikopter. Füße zuerst. Genau. Besonders nur im Helikopter. Das heißt nur, ja, da sind wir ganz schön unterwegs. Person ist drin, ich geh rein. Gut, ich sitze jetzt auch. Jetzt hier, jetzt neben ihm. Und dann wird alles gut. Dann sind sie in ein paar Stunden weit wieder bei ihrer Familie. Ist das nicht süß? Können wir mal bitte sagen, dass das sehr süß war, was da eben gesagt worden ist? Ja. Da geht mir das Herz auf. Sorry, das war super. Und setz ab. Und auf dem Wasser hauen. Willkommen im Ziel, ihr habt's geschafft. Moritz, Sarah. Ich habe es mir jetzt auch ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber war doch hinterher ein bisschen easier als man gedacht hat. Oh, war easy peasy am Ende. Guck mal, so cool ist das THW. Hat das ganz locker weg hier gemacht, die ganze Challenge. Mal gucken, ob die Mädels und Jungs von der DLRG genauso cool an die Sache rangehen. Im Freibad in Neuffen, da gibt es im Keller einen Raum und der ist das Zuhause von Caroline, Kilian und Lukas. Ich bin mir ganz, ganz sicher, da sitzen jetzt Jungs und Mädels und drücken ihrem Team die Daumen. Das machen wir auch. Eure Challenge startet jetzt. 3, 2, 1, Alarm! Also auf geht's. Hopp. Bin draußen und los. Ich gehe nach oben. Hallo, hallo. Wie geht's Ihnen denn? Wir sind von der DLRG. Wir holen Sie hier raus. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier den Balken wegkriegen. Ist Ihnen mit Ihnen alles klar? Pass auf, erst nochmal unterlegen. Ja. Okay. Ich dachte, es ist bei euch. Okay, Achtung nochmal Finger weg, ich lasse ab. Alles klar. Sieht gut aus, da kommen wir raus. Ist sicher. So, wir haben jetzt den Balken oben. Er hat jetzt gesagt, Finger weg, ich lasse ab. Also er hat wirklich nur mehr auf die Sicherheit für alle geachtet und nur mal geschaut, bevor er den Wagenheber ablässt, dass alle die Hände weg haben. Es war auch gut, dass Caro das Spineboard direkt schon vorbereitet hatte und sich trotzdem weiterhin um den Patienten aber gekümmert hat. Spineboard runter. Genau. Jetzt gehen wir hier einmal auf die Trage. Geht es bei Ihnen? Schieb dir nach. Ja, habe ich. Gut. Irgendwie wirkt das alles super professionell. Das muss man sagen. Also alle Teams, die jetzt auch bei allen Aufgaben gewesen sind, finde ich, haben es sehr professionell gemacht, mit sehr viel Fachwissen. Und als ob sie das schon jahrelang machen würden. Sie heißen Thomas. Dann machen wir noch die Brust fest. Da müssen Sie jetzt mal kurz einatmen. Genau. Einmal auf drei, eins, zwei, drei und zu.
Genau, du zuerst. So, haben wir alle fest? So, jetzt bitte die Arme einmal. Also mit dem Spineboard arbeiten, das können das Team von der DLRG. Also das war jetzt richtig gut, mit der Brust, den Brustkorb als letztes zu schließen, weil dann natürlich die Atmung eingeengt ist und dann gleichzeitig von beiden Seiten. Also ist ein sehr, sehr hohes Niveau. Was Sie jetzt auch gut machen, Sie fangen an mit den Füßen nach vorne raus. Das heißt, der Patient sieht, in welche Richtung es geht, sieht auch dahin, wo er hingebracht wird. Ich bin schon am Hubschrauber. So, Lukas, und meine Kollegen gehen voraus. Ablegen? Genau. Ablegen? Ja, okay, absetzen. Alles okay. Klar, wir können rüberschieben, leicht rüber. Und jetzt müssen wir sie hier noch reindrehen. Dann sind wir gleich auf dem Weg in die Sicherheit. Ach, so, jetzt sind wir in Sicherheit. Jetzt müssen wir noch mit dem Hubschrauber zum Krankenhaus fliegen und dann können wir sie gut versorgen. Dann ist alles in Ordnung. Wie geht's Ihnen im Moment? Haben Sie kurze Schmerzen? Einmal raus aus dem Hubschrauber. Achtung. So, genau. Vorne, hinten ist es bald jetzt. Okay. Achtung, gehst du vor? Okay. Okay, dann gehen wir hier zu zweit. So, alles klar. Und noch absetzen und dann. Hier sind wir eins. Und den wunderbaren Zack. Wie war's für euch? Aus dem Helikopter raus, dann rein in unser Haus. War's cool? Ja. Ja, also Helikopterfliegen, auch hier Übungshelikopter, ist schon was ganz Besonderes. Es hat mega Spaß gemacht da oben und es war schon so voll cool, da jetzt mal mit dem Hubschrauber fliegen zu können und dann so eine Puppe und mit dem Magenheber, das macht mir sehr lecker. Das ist schon lustig, oder? Ja. Es hat geregnet, es hat gestürmt, es war ihnen völlig egal. Hier sind Julia, Alex und Felix von der Bergwacht. 3, 2, 1, Alarm! Süße Boys. Ja, auf jeden Fall. Okay, alle gesichert. Hinten. Hast du sie? Ja, passt. Hey, du bist raus. Hallo. Ich bin die Julia und ich werde sie jetzt einmal kurz untersuchen. Sie sagen mir bitte genau, wenn es weh tut. Ja, die Julia macht einen Bodycheck, oder? Sie tastet es ab. Wir werden jetzt den Bauchschirm lösen. Haben Sie keine Angst. Tut es Ihnen hier weh? Gut, das Team weiß natürlich, Sie sind auf dem ersten Platz mit der Feuerwehr. Jetzt zählt jeder Fehler. Enger hätte es definitiv nicht sein können. Ja. Ich hole eine Tasse, bitte. Passen Sie hier hin, wenn Sie sagen, dass... Vorsichtig. Schön auch, dass Sie den Kopf stabilisieren und festhalten dabei. Aber Spineboard haben Sie nicht vorbereitet. Das liegt jetzt irgendwie so quer im Raum. Ich habe die Hüfte. Das hätten Sie jetzt gleich optimal nur in Längsachse hin. Felix, ich hier. Dann hätten Sie ihn gleich draufziehen können. Okay. Jetzt müssen Sie nochmal umlagern. Sie machen das ganz, ganz, ganz toll. Julia, hebst du die Schulter hoch an der Seite, dann kann der Felix runterschieben. Wir drehen die auf die einmal. Das ist das Drehmanöver. Ja. Das ist Lockroll, haben wir letztes Mal auch schon gesehen. Ja, in der Höhle. Stimmt, ja. 1, 2, 3. Pass auf den Kopf auf. Hab ich. Perfekt. Die Beine hängen jetzt unten drunter, da haben sie nicht drauf geachtet, dass sie die Beine mitnehmen. Okay. So, ein bisschen drehen vielleicht. Okay, warte, geh mal einfach weiter. Passt, warte mal. Mal die Arme nach. Jetzt ist Ihnen natürlich passiert, dass die Arme runtergefallen sind, als Sie aus dem Haus rausgegangen sind. Sie sind vorwärts oder rückwärts aus dem Haus raus? Also für den Patienten richtig rum, aber der Träger ist quasi rückwärts gelaufen. Das heißt, der Träger muss vorwärts laufen? Muss vorwärts laufen. Okay. Also, wir werden Sie jetzt abtransportieren. Das schaukelt jetzt ein bisschen, aber Sie schaffen das. Das machen Sie sowieso schon ganz toll. Wir haben auch die Trage fest, also kann nichts passieren. Warte noch. Ja. Bis der draußen ist. Hast du die Füße? Ja. Perfekt. Okay. Was? Felix, alles okay bei dir? Felix, ja. Hau du auf den Wasser. Den darf ich ablegen und zack, wir stoppen die Zeit. Das war's mit eurer letzten Challenge. Willkommen im Ziel. Ja. Wir haben uns die Aufgabe sozusagen geteilt. Ich habe immer hochgepumpt und er hat die Bretter dann runtergelegt. Also mit dem Teamwork ist es dann ganz gut vorangegangen. Julia, möchtest du deine Jungs auch noch mal ein bisschen loben? Ihr habt das toll gemacht. Oh, die haben das toll gemacht. Jetzt geht's weiter mit dem allerletzten Team und dann entscheidet sich, wer bekommt den Titel Bestes Jugendretterteam Deutschlands. Haferlarm. Wenn ihr euch jetzt denkt, was ist das denn? Das ist eine kleine Gemeinde in der Nähe von Braunschweig und die hat eine ziemlich coole Jugendfeuerwehr. Vor allem sind sie das einzige Team mit zwei Mädels, nämlich mit Male und Anneliese. Finn ist auch dabei. Hier kommt eure letzte Challenge. 3, 2, 1, Alarm! Und natürlich startet auch hier die Zeit erst, wenn sie oben aussteigen. Oh,
Totenstille im Hubschrauber hinten. Totenstille, ja, das ist. Alle sind angespannt bis die Tür. Die haben kein Wort gesagt, aber wir haben es im Flug. Okay, wir werden jetzt mit dem Hydraulikheber das Ganze anheben, dass wir sie befreien können. Okay. Bodycheck durchführen, bitte. Ja. Ist sie ansprechbar? Ja, sie ist ansprechbar. So. Also, wir werden. Bodycheck und die gute Rückmeldung ist ansprechbar. Eine eingeklemmte Person mal kurz den Lageüberblick macht. Balken anheben, dann werden wir da Holzklötze runterschieben, dass wir sie hier rausholen können. Ganz bisschen noch. Jetzt könnte es gehen. Stopp. So, okay. Warte. Jetzt ganz vorsichtig. Philipp, was ist da gut? Dass das Spinebot mit drin ist. Dass wir es jetzt auch tatsächlich in einer Richtung unseren Dummy rausziehen und nicht ihn erst durch die Tür tragen und dann aufs Spinebot legen. So, bitte noch mal einen Bodycheck durchführen. Ganz wichtig. Das ist natürlich jetzt auch optimal. Jetzt ist der Patient heraus, jetzt hat man eine neue Lage. Jetzt machen sie noch mal einen Bodycheck und untersuchen auch noch die Bereiche, die nur vorher durch den Balken abgedeckt waren. Das Beinbord bitte schön festmachen. Alles wird gut. Wir retten sie jetzt hier raus. Geht das? Genau. Wir drehen kurz. Ja. Auch wieder mitgedacht, ja. Weil sie mit den Füßen voran den Helikopter geschoben haben. So können sie die ganze Zeit am Kopf bleiben und den Patienten besser betreuen. Und stimmt, er wird nie alleine reingeschoben. Okay, da muss man erst mal dran denken. Habt ihr sie? Genau. Anni, an den Seiten anfassen. Hast du? Ja. Marlet. Und auf den Wasserhorn gestoppt die Zeit. Ihr wart schon gut nervös, oder? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt? Also ich, alles gut. Also lasst es jetzt runter und jetzt wird alles gut. Wir sind gespannt, ob es am Ende reicht für den Titel. Ich möchte nicht in der Haut der Schiedsrichter stecken. Vier Verbände sind angetreten, um den Titel zu kämpfen. Bestes Jugendretterteam Deutschlands. Aber es kann am Ende eben nur einer sein, der den Pokal gewinnt. Und wir wissen jetzt, wer unsere Nummer 1 ist. Dann, liebe Schiedsrichter, bitte jetzt die Punkte für die letzte Aufgabe für die Bergwachtjugend. Das bedeutet, ihr bekommt von uns 9 Punkte gutgeschrieben. Dann hätte ich bitte gerne die Punkte für die DLRG. 12 Punkte, volle Punktzahl für euch. Dann kommen wir zu den Punkten des THW, bitteschön. 10 Punkte für das THW. Und dann fehlt uns noch ein Team. Bitte die Punkte für die Feuerwehr. 12 Punkte für die Feuerwehr. Einmal durchatmen. So sieht's aus vor der letzten Punktevergabe. DLRG auf Platz 4 mit 57 Punkten. Auf Platz 3 das THW 59 Punkte. Auf Platz 2 die Bergwacht mit 60 Punkten. Und derzeit führend die Feuerwehr mit 63 Punkten. Es ist richtig eng. Kommen wir also jetzt zur Zeit. Die erste Zeit, 5 Minuten und 39 Sekunden. Das sind 4 Punkte, das sind 63 Punkte auf dem Konto, gehen an das THW. Mit einer Zeit von 5 Minuten 34 Sekunden, 6 Punkte gehen an die DLRG. Und das bedeutet zweimal Platz 3 für die DLRG und auch für das THW. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wird's richtig schwierig. Wir haben jetzt zwei Zeiten, die übrig bleiben. Einmal haben wir 5 Minuten 11, einmal haben wir 4 Minuten und eine Sekunde. Einmal gibt es 8 Punkte, einmal gibt es 10 Punkte. Der zweite Platz mit 68 Punkten geht an. Die Bergwacht, das bedeutet die Feuerwehr, ist Deutschlands bestes Jugendretterteam. Das sind sage und schreibe 73 Punkte auf dem Konto. Herzlichen Glückwunsch! Die ganze Gemeinde ist stolz. Hier ist euer verdienter Pokal. Marle, Anneliese, Finn sind das beste Jugendretterteam Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es super gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Mensch, dieses Mal hatte die Feuerwehr die Nase vorn, aber es war so, so knapp. THW hat das super gemacht. DLRG, Bergwacht auch. Also, es war richtig spannend. Danke, dass ihr dabei wart. Wir feiern noch ein bisschen. Tschüss. Sehr stark. Danke.